Schön, dass du auf meinen Kanal gekommen bist. Mein Name ist Marion Weber und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und arbeite mit den traumatherapeutischen Verfahren Somatic Experiencing und NARM. Diesen Kanal mache ich, um euch über die Entstehung, die Folgen und die Auswirkungen von Bindungstrauma und Bindungsverletzungen aufzuklären und euch Wege und Impulse aufzuzeigen, wie ihr daraus findet. Und wenn euch das interessiert, bis gleich. Hallo ihr Lieben, wie schon in der Facebook-Gruppe am Sonntag angekündigt, werde ich heute über Widerstand macht krank und Verbindung heilt sprechen. Diesen Satz habe ich gehört in einem YouTube-Video von Katrin Günther, die schon seit über 25 Jahren in eigener Praxis als Vollheilpraktikerin arbeitet. Und die macht unter anderem, so wie ich es verstanden habe, Aufstellungsarbeit. Die hat noch bei Bert Hellinger gelernt und auch Psychokinesiologie. Und aus ihren eigenen Erzählungen hat sie sehr viel Erfahrung und auch schon sehr viel Menschen mit körperlichen Erkrankungen geheilt. Und ich habe sie mir sehr genau angeschaut im Video und reingespürt. Und ich fand, die macht einen richtig guten Eindruck und die weiß, wovon sie spricht. Also für mich war sie glaubwürdig. Und diesen Satz, den sie unter anderem sagte, Widerstand macht krank, Verbindung heilt, fand ich schon sehr, sehr stark und hat auch in mir nachgewirkt. Zugleich finde ich, so einen Satz kann man falsch verstehen und möglicherweise auch wie alles gegen sich selbst oder gegen andere verwenden. Und darüber möchte ich heute sprechen und wen das interessiert, bis gleich. Ja, meine Lieben, wie schon gesagt, können wahre Sätze wie zum Beispiel der von Katrin Günther, Widerstand macht krank, Verbindung heilt, das ganze Video poste ich euch unten in der Beschreibung, leicht auch missverstanden werden und dann schädlich für sich selbst und für andere angewendet werden. Eine Form davon wäre zum Beispiel, wenn jemand leidet, zu sagen, du bist im Widerstand, nimm es endlich an, dann geht's dir besser. Das wäre eine durchaus schädliche Variante und natürlich auch, wenn man das zu sich selbst sagt, ja, wenn man krank ist und dann zu sich selbst sagt, naja, selber schuld, dass ich jetzt krank bin, ich bin ja im Widerstand, ich müsste verzeihen können, ich müsste das annehmen können. Das wäre ein schädlicher Umgang mit so einem Satz. Und daher möchte ich zuallererst mal schauen, was ist denn eigentlich Widerstand? Was meinen wir, wenn wir von Widerstand sprechen? Und aus meiner Sicht ist Widerstand oder wird Widerstand so erlebt im System, dass wir etwas nicht annehmen können oder auch nicht annehmen wollen. Und selbstverständlich kommt es auch in meinen Sitzungen vor, dass Patientinnen hin und wieder sagen, ich merke, jetzt taucht Widerstand in mir auf. Ich bin immer ganz dankbar, wenn das passiert. Noch dankbarer bin ich, wenn die Patientin dann auch darüber spricht und das nach außen bringt, dass wir es uns anschauen können. Denn dort, wo Widerstand auftaucht, dort ist etwas noch nicht geheilt. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, wo sind denn die ungeheilten Punkte? Denn wenn wir die kennen und wenn wir uns diesen Punkten liebevoll annehmen, können wir schauen, was zur Heilung führt. Und wie die Katrin Günther schon richtig sagt, das ist die Verbindung. Ja? Aber nicht die Verbindung mit dem Täter, sondern eine andere Art von Verbindung. Ja? Die Verbindung mit sich selbst und die Verbindung mit einer Ressource, ja? Die es möglich macht, das, was geschehen ist, anzunehmen auf der Ebene des Geschehens. Nicht, dass wir sagen, ich nehme es an und heiße es gut, sondern es ist passiert und das, was passiert ist, nehme ich an und jetzt schaue ich, wie kann ich es heilen? Wie kann ich die Wunden, dass das in mir geschlagen hat, heilen? Und das ist eine andere Nummer, ja, als zu sagen, ja, das ist jetzt mal passiert, ich verzeihe und alles ist gut. Das wäre schädlicher Umgang, ja. Dort, wo die Bindungsverletzung stattgefunden hat, dorthin gehört auch der Widerstand. Ein Beispiel, wenn jemand als Kind allein gelassen wurde und nicht unterstützt wurde, nicht gesehen wurde, mit dem Satz, ach, das schaffst du schon. Und im späteren Leben jemand durchaus wohlmeinend sagt, oh, ich glaube, das schaffst du schon.
ja, dann kann sein, dass dieser Satz Widerstand in dieser Person hervorruft, weil mit diesem Satz assoziiert sind all die schrecklichen Gefühle, keine Unterstützung zu bekommen, nicht gesehen zu werden, immer wieder überfordert zu werden. Und dieser Überforderung, diesem nicht gesehen werden, diesen einstigen Bindungsverletzungen, zu denen gehört der Widerstand. Und wie ich meine, zu Recht. Denn das war ja damals in der Kindheit nicht in Ordnung. Und der Widerstand, den wir erleben, der hat schon seine Berechtigung, allerdings gehört er in die Vergangenheit. Und in diesem Zusammenhang ist ganz entscheidend, dass wir nicht glauben, der Widerstand dürfe nicht sein. Alles, was ist, darf sein. Alles, was auch im therapeutischen Setting hochkommt, darf sein. Und wir folgen dem nicht. Das ist wichtig, diese Unterscheidung zu machen. Das darf sein. Wir nehmen uns allem, was erscheint, liebevoll an. Wir verorten es. Wir schauen, wo gehört es hin. Und zugleich folgen wir dem nicht blind und sagen, ja, so ist es. Und genau, ja, das wäre fatal. Dadurch würde keine Heilung entstehen. Und somit ist es gut, wenn Widerstand da ist, uns liebevoll darum kümmern im Sinne der Heilung. Und da sind wir schon bei der Verbindung, ja, in Verbindung gehen. Womit gehen wir in Verbindung? Wir gehen in Verbindung mit uns selbst. Wir gehen in Verbindung zum Beispiel mit dem Widerstand. Wir gehen in Verbindung zum Beispiel mit unserer Wut, mit unserer Ablehnung. Wir gehen damit in Verbindung, indem wir sie annehmen. Als etwas, was in unserem System ist, was sich dort finden lässt, ohne das zu verurteilen, ohne zu sagen, oh, das ist aber schlecht, dass ich nicht verzeihen kann, oh, aber ganz übel, dass ich hasse. Nein, das ist erstmal wertfrei zu sehen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Sogenannte schwierige negative Gefühle aus meiner Sicht sind immer begründet in einem verletzten und abgelehnten Impuls oder Wunsch nach Liebe, nach Zugehörigkeit, nach Anerkennung, nach Wohlwollen, nach Fürsorge und zwar ursprünglich in der Kindheit. Ganz entscheidend wichtig zu wissen und immer sich daran zu erinnern. Ansonsten werdet ihr euch selbst verurteilen. In diesem Sinne, habt keine Angst vor sogenannten negativen Gefühlen, auch wenn sie sehr stark sind. Erschreckt nicht vor sogenannten Täterintrojekten. Jeder, der diese negativen Gefühle spürt, kennt auch das Gegenteil, hat vielleicht keinen Zugang dazu, weil es verletzt wurde, weil es enttäuscht wurde. Es ist in euch verborgen. Es ist in euch. Es geht nur darum, diesen Schatz zu heben. So sind wir natürlich auch Schatzsuchende, wenn wir unsere Bindungstrauma heilen. Wenn ihr starke negative Gefühle habt, wie Hass etc., dann heißt es nicht, dass ihr besonders böse seid. Das heißt, dass ihr irgendwann in eurem Leben eine überwältigende Verletzung erlebt habt, indem eurem Wunsch, eurem Angewiesensein auf Liebe, Vorsorge, Zugehörigkeit gesehen werden, nicht entsprochen wurde. Und wenn ich nun zurückkomme auf den Satz von Katrin Günther, Widerstand macht krank, Verbindung heilt, aus meiner Sicht ist damit gemeint, nehmt den Widerstand als gegeben hin, erforscht ihn und heilt ihn, indem ihr in Verbindung geht mit eurem Widerstand und schaut, woher kommt der, wann war der angemessen und was kann ich tun, um das, was früher gefehlt hat, heute nachzuholen. Welche Ressourcen kann ich heute dem System zur Verfügung stellen, damit das heute anders erlebt werden kann? Das mache ich fast täglich in meiner therapeutischen Praxis und das hat intensive heilende Wirkung. Und manche wissen schon, ich habe ja gestern begonnen, ein Buch zu konzipieren und schon die gesamte Inhaltsangabe, die Struktur steht, die habe ich gestern geschrieben und schon mit der Einleitung begonnen. Da werde ich natürlich all diese Themen aufgreifen und nochmal ganz strukturiert niederschreiben, damit für alle, die das interessiert, sie das auch vorliegen haben und immer wieder reinlesen können. In diesem Sinne könnte man den Satz von der Katrin Günther durchaus auch umwandeln, indem man sagt, auch Widerstand heilt,
wenn wir diesen Widerstand annehmen und schauen, wo kommt er her, treten wir ja automatisch in Verbindung mit dem Widerstand, in Verbindung mit dem, was ist, in Verbindung mit uns selbst, in Verbindung mit unserer Geschichte, in Verbindung mit dem, was heilt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe. Bis zum nächsten Mal, eure Marion Weber. Und wer jetzt Lust hat, kann gerne meiner eigens dafür ins Leben gerufenen Facebook-Gruppe Emotionale Heilung beitreten. Die verlinke ich euch unten unter dem Video in der Beschreibung. Und dort könnt ihr euch mit anderen in einem geschützten und von mir begleiteten Rahmen über eure Erfahrungen austauschen. So, meine Lieben, das war's für heute wieder mal von mir. Ich hoffe, ihr habt neue Erkenntnisse gewonnen und ihr profitiert vom Zuhören. Schreibt mir dazu gerne eure Erfahrungen in die Kommentare und denkt immer dran: Mission Possible. Heilung ist möglich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, eure Marion Weber. Thank you.